heute ist wieder der 16. März. An diesem Tag gedenken einige Leute oder einige Gruppen in Lettland den Kampf der lettischen SS-Division der Sowjetunion gegen die Rote Armee. Und im Exil, im Westen, ja, gab es einen Kriegsveteranenverband, Daugavpilsvanag, die beschlossen intern, dass sie, das war 1952, dass sie in der Zukunft diesen Tag, den 16. März, als Gedenktag für die gefallenen Kameraden hier gedenken werden und auch den Kampf gegen den Bolschewismus. Als Lettland frei wurde, 1990, so hat man auch begonnen, in Lettland diesen Tag zu feiern. Anfangs im Brüderfriedhof und dann, glaube ich, den Beginn der 90er Jahre hier am Freiheitsdenkmal. Die Ideologie, ja, die dahinter steht, ist nicht so einfach zu sagen. Wenn man in der Presse liest, dann sagt man, wir gedenken die gefallenen Legionäre. Aber wenn man die Pressemitteilung seit 90 liest, so ist es für mich persönlich unklar, was damit gedacht wird. Der Kampf gegen den Bolschewismus oder man gedenkt die gefallenen Kameraden, ja, oder man gedenkt nur die Legionäre. Ja. Man muss auch bedenken, ja, dass Letten nicht nur in der Waffen-SS gekämpft haben, sondern auch in anderen deutschen Wehrmachtslagen. Ja. Und deswegen frage ich immer jedes Jahr, falls Sie diese Feierlichkeit hier im Freiheitsdenkmal veranstalten, ja, was Sie damit erreichen wollen, was Sie damit verstehen. Ja. Für mich ist es oft unklar, ja, wie die Sache ist. Ja, später fahren viele dann nach Lestene, die Legionäre und der lettische Kriegsteilnehmer, die an deutscher Seite gekämpft haben, beerdigt sind. Und meine Auffassung ist, seit den 90er Jahren, ich bin auch ein Mitglied in der lettischen Historikerkommission, wir haben uns auch zu diesem 16. März mehrfach geäußert. Ja, unsere Ansicht ist, das war nicht die lettische Armee. Und wenn heute behauptet wird, dass sie für freies Lettland gekämpft haben, ja, so können wir da dieser Auffassung nicht zustimmen. Lettland ist eine Demokratie. Als Organisation oder Kriegsveteranenorganisation den 16. März als Gedenktag begehen möchten oder feiern möchten, ja, so ist es eine Angelegenheit der Organisation. Aber der Staat sollte sich in diese Frage nicht einmischen. 1998 hat man auch in der Saarmann ein Gesetz angenommen, dass der 16. März ein Feiertag sei oder Gedenktag sei. Zwei Jahre später, 1990, auf Druck, Westen, auch auf internen Druck, hat man wieder diesen Gedenktag von der Liste der Gedenktage gestrichen. Ja. Ich habe auch als Mitglied der Historikerkommission mehrfach meine Meinung geäußert, auch die Meinung der Historikerkommission, ja, dass dies ein privater Feiertag bleiben soll, ja, egal, ja, der Daugavpilsvanag oder der Kriegsveteran, aber nicht es zu einem offiziellen staatlichen Gedenktag erhoben werden muss oder kann.